Ein Sonntag, an dem meine Frau im Dienst ist, nach einer sehr unruhigen Nacht, die nur mich unruhig gemacht hat, im Kopf, habe ich beschlossen, heute zu arbeiten. Aber nicht im Lego-Bereich, nicht im EDV-Bereich, sondern im Bereich der Familiendokumentation. Das ist ausgesprochen schmerzhaft, sage ich jetzt mal hier. Ein Sonntag mit Schmerzen sozusagen. Und mir ist übel, ich habe hier eine Wurst in Verdacht, die ich da gegessen habe. Das werden wir noch erforschen, ob das in den nächsten Tagen, wenn wir wieder eine ähnliche Wurst essen, ähnlich ist. Also ein sehr spannender, verregneter, trübsinniger Sonntag. Da könnte man jetzt natürlich überlegen, ob man auch ohne meiner Frau eine große Hunderunde macht heute. Aber schaut euch das Wetter an. X, sage ich da nur. Und schaut euch an, wie die Vogelfutterhäuschen leer sind. Die hätten gerne was zu essen. Vielleicht werden wir das heute noch angehen. Falls wir rausgehen, können wir das noch angehen. Ich bin übrigens der alte Knacker Schmatz aus dem Rostingstädtchen in der Lenkbach in Wien, weil ich wandere in unserer Wohnung herum und jetzt kommen für euch die blauen Wolken. Ich war schon fleißig, ich habe schon die kleinen Kollegen da aufgebaut, soweit es mir mit meinen Teilen möglich war. Was nicht sehr weiter. Und ich habe den Hund gefüttert. Ich habe festgestellt, dass das Wetter nach wie vor so ist, dass ich nicht rausgehe. Und jetzt habe ich beschlossen, mache ich die 51515. Ja, 51515. Ja, die mache ich jetzt. So, da ist sie. Und die baue ich jetzt. Da freue ich mich von und zu überhaupt. Und mein Sohn wird neidisch über meine Schulter lechzen. Das ist der große Plan. Wie er schaut, schaut wie er. Magst du auf YouTube überhaupt? Ja. Hier schaut so. So macht er. Ja, so machen wir das jetzt. Und dann fahren wir kurz in die Schule, werden schauen, ob wir den Computer 10 wiederbeleben können. Der hat die Updates nicht überlebt. Ja, Microsoft! Ja, von 80 Rechnern sterben 2 bei den Updates. So ehrlich müssen wir sein. Tja, so machen wir das. Die Gedanken am Sonntag werden zu den Gesandten am Donnerstag. Ich versuch's nochmal. Die Gedanken am Sonntag werden zu den Gedanken im Regen. Ja, so ist das. Wir drei Hübschen gehen da gerade mit den Hunzi. Ich frage nochmal, möchte jemand auf YouTube? Ja. Der nicht? Okay. Du schon? Ich will auf YouTube und ich wollte euch sagen, ich wollte heute über das Thema sprechen, woraus Handschuhe bestehen. Und was erzählst du uns da dazu? Der Papa wollte euch was ein bisschen mit euch reden. Ich kann dann, wenn ihr wollt, kann ich euch auslassen. Der junge Mann hat das nicht verstanden, wie das funktioniert. Herr Andreas Schmatz, wollen Sie irgendwas besprechen? Weil sonst komme ich mit meinem Thema daher. Ich soll mit meinem Thema daherkommen. Wir hören ja lieber. Also, nachdem ich mir gedacht habe, wenn wir schon in den grauslichen Wetter marschieren, dann kann ich mich auch mit euch unterhalten. Zumindest ist kein Wind oder wenig Wind. Mit wenig Wind ist der Ton nicht so schrecklich. Es ist Folgendes. Hat jemand gesagt, geschrieben vor längerer Zeit, ja, rede doch mal über Computer. Wenzel, habe ich das schon gemacht? Der Wenzel sagt, er weiß es nicht. Der weiß auch gar nichts, der Wenzel. Unglaublich, der weiß nur, wie man Mathematik-Schularbeiten mit Einsern macht. Er weiß nur, wie man Englisch-Vokabel schreibt. Und Latein weiß er noch nicht, aber das wird schon noch kommen. Ja, ich wollte euch fragen, ob wir glauben, dass wir die große Runde gehen. Ja, wir gehen die große Runde, selbstverständlich. Das habe ich mir gedacht, heute ist Sonntag, wir waren eh vorige Woche nicht, wenn ich mich da recht erinnere. Da waren wir ja nicht da, oder? Waren wir da? Ach, ist das schon 2 Wochen her? Keine Ahnung. Nein. Vorige Woche waren wir nicht da. So, zum Thema. Ja, das muss ich ja gleich Pause machen, weil ich schon wieder so lange.
Die Computer. Wie bin ich zu den Computern gekommen? Warum bin ich zu den Computern gekommen? Wieso mache ich das überhaupt? Und wieso zipft es mich so an? Tja, das wird ein bisschen länger dauern. Vielleicht splittern wir dieses Thema auf mehrere Sonntage. Insbesondere, wenn ich da sehe, dass ich nur mal 74 Minuten... Akku habe. Was ist denn hier noch? Das tut mir sehr leid, du warst jetzt eine Woche fast nicht draußen. Es schadet dir nicht, wenn du jetzt einmal ein Stück gehst. Aber wir könnten den Rocco den Wenzel in die Hand drücken, dann kann ich dir die Hand geben. Schön festhalten, dass er dich nicht umschmeißt. Oder besser gesagt, festgehen, damit er dich nicht umschmeißt. Versuchen wir es. Also, ich erzähle immer, mein erster Kontakt mit Computern war im polytechnischen Lehrgang. Stimmt aber nicht. Nicht so schnell, Herr Schmatz. Mein allererster Kontakt, wo ich gemerkt habe, dass es Computer gibt, war das Kinderprogramm vom ORF, Ich und Du. Du drüdeln haben wir jetzt nicht. Im Kinderprogramm Ich und Du gab es eine Spielshow, wo man angerufen hat, also ich nicht, aber wo andere angerufen haben und am Telefon Tasten gedrückt haben. Und wenn die Tasten am Telefon gedrückt haben, hat das Nintendo Entertainment System, der NES, im Fernsehen das Maxerl hupfen lassen. Wie das technisch funktioniert hat, wage ich jetzt mal sehr zu hinterfragen. Ja? Aber das war die Sendung. Ein bisschen später haben die dann den Super Nintendo bekommen. Ich habe sowas nie gehabt. Meine Eltern waren immer strikt gegen so Computerspiele. Ja, das war so das Erste. Der zweite Kontakt war dann, wie ich in Almersberg vor Ostern geratscht habe. Das ist so ein Brauch in Österreich und ich habe dann eine Ratsche von der Frau Kramer bekommen. Dann bin ich mit den Andreas Blümel vor Ostern ratschen gegangen. Da sind wir so in Kontakt gekommen und der hat so einen Uralt-Computer gehabt, so eine Spielkonsole, die man nicht so anzieht. Nein, wenn er schnüffelt, darf er schnüffeln. Die am Fernseher angesteckt wird und dann waren es so Strichmaxerl. Das war, ich glaube, irgendein altes Philips-Ding war das. Okay, dieses Philips-Ding, damit habe ich dann ein paar Stunden gespielt. Ein Auto kommt. Rocco, nein! So hochgefährlich. Ja, und der nächste Kontakt mit Computern war dann schon ein Freund von meiner Halbschwester, der Ruhe haben wollte vor mir und sich und mich vor seinen Computer gesetzt hat. Das war ein 286er mit Spielen. Konkret war ein Schachspiel drauf, das habe ich natürlich nicht gespielt. Es war Tetris drauf, da war ich viel zu blöd dafür. Und dann war Prinz of Persia drauf. Und da haben sie mir dann hin und wieder eine Stunde hingesetzt und ich habe eine Stunde Prinz of Persia gespielt. Das waren meine ersten Kontakte mit Computern. Dann war Schluss. Hauptschule, also Volksschule sowieso nichts mit Computern. Und Hauptschule, da hat uns einmal der Herr Haslinger, mein Klassenlehrer, in das Archiv geholt. Da gab es den ersten Computer im Haus und da hat er gezeigt, was man Tolles machen kann. Da sind wir dann im Halbkreis um den Computer gesessen und er hat uns gezeigt, wie Textverarbeitung und so weiter funktioniert. Das war, das ist mir zu gatschig heute. Guten Tag. Dann war lange nichts. In der Schulzeit nichts. Da gab es zwar die Frau Kugler, die hat uns mal mitgenommen in den Computerraum mit den Victor 286ern. Da gab es so ein Froschspiel zum Maschinenschreiblernen. Ich habe das aber nicht ernsthaft gemacht, weil ich nämlich nicht im Maschinenschreiben gegangen bin. Einen Moment, ich unterbreche kurz. Ja, und nachdem ich nicht in Maschinenschreiben war, war auch alles andere, was mit Computern war, nicht erlaubt in der Schule.
Und dann war ich eine Woche in der landwirtschaftlichen Fachschule Tulln, nach der Hauptschule. Ja, richtig, da ist auch nichts mit Computern gewesen. Aber da war Internat, das heißt, ich musste dort übernachten. Übernachten, keine Option für den Herrn Schmatz. Die haben dort nicht mal beim Essen Ruhe gegeben und haben mir das Essen versalzen. Und ich bin sowas von fertig gewesen nach der ersten Woche Schule, dass ich nie wieder hingegangen bin. Dann bin ich naturgemäß zurück in die Polytechnische Schule, damals Polytechnischer Lehrgang, gekommen. Und im Polytechnischen Lehrgang bin ich dann, nachdem ich natürlich als Letzter in die Schule gekommen bin, weil ja alle anderen schon da waren, nicht in die elektronisch interessierte Gruppe gekommen, sondern in die Metallgruppe, weil dort war noch Platz frei. Und da bin ich dann das erste Mal beim Herrn Schulz in einem Informatikunterricht gewesen. Und da haben wir gemacht QBasic. Ich hatte keinen Schimmer, was uns der da erzählt. Ja. Ich bin gesessen am letzten 286er in den Raum. Das war ein Future 286er. Alle anderen waren Highscreen 486 SX25. Und ein 386er war auch noch dort. Alles mit Windows 3.1 kann nicht stimmen. 286 mit Windows 3.1 geht. Ich muss auch ein 386er gewesen sein. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, oh, interessant. Und dann war schon die nächste Unterrichtsstunde. Da haben wir Printmaster gemacht. Auf den Star LC10 haben wir kilometerlange Banner ausgedruckt. Ich war begeistert. Und dann ist tatsächlich mal eine Stunde gekommen mit dem Herrn Wohlmuth. Ja, wenn du bist ja weit weg. Ja, wenn du so langsam gehst, ist er weit weg. Müsstest du schneller gehen, dann wären wir wieder näher. Und da haben wir tatsächlich mal Word gemacht, Word 2.0. Und da bin ich dann heiß geworden auf die Computer. Er geht jetzt schneller. Und innerhalb weniger Tage bin ich total abgefahren auf das Konzept Computer. Meinem Vater in den Ohren gelegen. Und zwar massiv in den Ohren. Dass ich unbedingt einen Computer brauche. Und mein Vater ist immer nach Wien gefahren zum Wasserskifahren. Neben Wien, zu einem Wasserskiteich. See, Wasserskisee, nein, Teich, weil es ja, es heißt See, aber es ist in Wirklichkeit ein Teich, weil es künstlich angelegt ist. Und dort habe ich dann im Auto gewartet. Ich glaube, das war noch Süßenbrunn. Später war es dann Rasdorf, aber es war noch Süßenbrunn. Von hinten kommt ein Auto, unglaublich. Ja, und da habe ich gewartet. Nachdem ich da wirklich lange gewartet habe, ist er mit mir ins Donauzentrum gefahren und hat mit mir in der Firma Niedermeyer Computer geschaut. Das war, mein Vater war immer so ein bisschen technisch affin. Der hat schon die ersten Satellitenschüsseln im Ort gehabt und so Sachen. Ja, und die erste Mikrowelle, der erste Geschirrspüler. Und da ist ihm das mit den Computern gelegen gekommen. Beschäftigt sich bis heute nicht ernsthaft damit. Aber naja, jedenfalls fahren wir bei der Firma Niedermeyer. Und dort sind diese sauteuren Computer gestanden. Na, hat er sich beraten lassen. Ich habe gesappert und gehäkelt. Und dann hat er einen IBM PS1 für 86DX33 gekauft. Mit 14 Zoll Super VGA-Monitor. Minitower und einen Star LC200 Farbnadeldrucker. Wow! Und das Ding hat er dann mitgenommen. Wir haben die Schachtel zerschnitten, weil sie sonst in Ford Sierra nicht reingegangen waren. Und zu Hause hatte ich striktes Verbot, den Computer ins Zimmer zu geben. Denn im Zimmer war schon seit jeher Bildschirmverbot wegen den Strahlen und so. Da war aber so ein Eck vor meinem Zimmer, so ein Durchgang, und da habe ich den aufgebaut, den IBM PS1. Und das war gut, dass es ein IBM PS1 war, denn auf den IBM PS1 waren Lernprogramme, die dir mal lernen, wie du mit den Fenstern umgehst und so. Und es war ein Works 2.0 drauf.
Eine helle Freude war das. Und da habe ich mich mit diesen IBM PS1 ernsthaft beschäftigt. So richtig ernsthaft. Und habe ihn dann mehrfach kaputtet. Darüber reden wir ein anderes Mal. Und ja, jedenfalls habe ich dann im Laufe der nächsten Monate so ein Interesse und so eine Aktivität in den Computerbereich entwickelt, dass ich dann im Laufe dieses Jahres in der Polytechnischen Schule das erste Netzwerk mit dem Herrn Wohlmuth aufgebaut habe. Ein Koaxialkabelnetzwerk, RG58, mit Abschlusswiderständen und ganz schlimmen Sachen. Das, was man jetzt auch im Eitler Kindergarten im Museum sehen kann. So ist er dort aufgebaut. Dann war ich der Erste, der dort Microsoft Word und Excel, Version 6 von Word und 5 von Excel und Access 2.0 im Netzwerk mit Shared Directories installiert habe auf Windows 3.1. Es war ein gigantisches Ding. Wir haben den Computer Namen gegeben und die Laufwerke von allen Computern. Also ganz schlimme Sachen. Ganz schlimme Sachen habe ich da gemacht. So bin ich zum Computer gekommen. Natürlich ist das nur eine Übergangssache, denn man muss ja was lernen im Leben. Und damals braucht man einen Handwechsel. Wurscht, merkst du, wie mir die Luft ausgeht? Ja. Ja, der alte Mann. Da wird sie auch schon aus. Ja, und dabei redest du zum Glück gerade gar nicht so viel wie ich. Ja. Wenn man nicht so viel redet, hat man nicht so viel Luft, die ausgeht. Ja. Ja, da ist halt die Frage, was lerne ich? Und ich war mit 14 absolut unreif, eine Berufswahl zu finden oder mich damit zu beschäftigen. Wir waren da im polytechnischen Lehrgang in Berufsschnupperkursen und praktische Woche und was weiß ich. Alles an mir vorbeigegangen. Letztlich hat dann meine Mutter diverse Zeitungen durchgestöbert nach Lehrstellen. Ist dann gekommen zu Philips. Und dann waren wir bei Philips in Gablitz oder Burgersdorf vor der Westeinfahrt auf der Bundesstraße, wo jetzt das Aarhof-Center ein Stück weiter ist, wo man die Bäume jetzt am Hang alle gerodet hat. Und da war so ein Bewerbungsdingsbums und da haben sie uns getestet und ich habe mit einer Zange einen Draht zu einem S biegen sollen nach einer Vorlage. Das war ein Theater. Wie sie das gesehen haben, gesagt, na Herr Schmatz, das wird bei Ihnen nichts werden. Und dann haben sie interessanterweise nach den Theorieauswertungen, hätten sie mich schon genommen, da wäre die Lehrberufsgeschichte wäre Mechatroniker gewesen. Aus heutiger Sicht sicher gescheite Sache, wenn man das gelernt hätte. Ist aber nicht passiert, weil, wisst ihr, ja. Und dann waren wir noch bei der Firma Niedermeyer in der Lempelgasse 49 bewerben. Und da haben dann 50 Lehrlinge waren dort zum Bewerben und jeder hat gesagt, ich will in eine Computerfiliale, Computer, Computer, Computer. Vor lauter Berg geht mir die Luft aus. Verstehe ich. Und da hat es schon geheißen, ja vergesst es. Wir haben nur 2 Computerplätze. Und spannenderweise bin ich dann gelandet, einmal aufgenommen worden, das ist ja schon was, ne? Meine Noten waren nicht so gut. Bin dann gelandet in der Otterkringer Straße 73 in der Computerpionierfiliale, in einem reinen Computergeschäft. Und da war ich dann eingeteilt, um Regale einzusortieren und Inventur zu machen und die Böderwand zu schlichten. Und da gab es ganz schöne, also aus heutiger Sicht, sehr bedenkliche Dinge, die man da mit den Lehrlingen noch veranstaltet hat. Das wäre, glaube ich, heute nicht mehr so denkbar. Und wenn doch, sollten sie sich auf die Füße stellen. Jedenfalls, es war so eine Zeit, da bin ich dann mit 2. Lehrling, mit Andreas, zur Telefonzelle gegangen. Und wir haben anonym in der Zentrale angerufen und gefragt, ob es rechtens ist, was der Filialleiter da mit uns abzieht und ob das sinnhaft ist. Ganz lustige Sache. Es war nicht rechtens und nicht sinnvoll und es hat sich trotzdem nicht geändert. Egal. Was nicht geschaut. Was nicht geschaut. Der junge Mann beschwert sich beim Wenzel, da schicke ich ihn voran, da soll er es ihm vorne sagen. Bleib rechts vom Wenzel, dass du nicht vom Hund umgeschmissen wirst. Ja, aber Tatsache ist,
dass in dieser Filiale, inklusive den Filialleiter wohlgemerkt, einige echt kluge Köpfe waren, was Computer betrifft. Das heißt, da gab es so Freaks, die sich mit Software ausgekannt haben, und zwar mit vieler Software. Wir wollen jetzt nicht sagen, warum sie sich mit viel Software ausgekannt haben. Es gab ein paar ältere Lehrlinge, die ganz andere schlimme Dinge gemacht haben, die gar nichts mit Software zu tun hatten. Jedenfalls habe ich da sehr viel gelernt. Habe damals war Biercomputer, da sind sie alle zum Bier gefahren, der hat billige Hardware gehabt, die Computerbörse hat es gegeben, da sind sie hingefahren. Ich war dort einmal nach dem Motto, ich brauche ein Modem, na, mehr habe ich nicht gebraucht, ich habe keins gekauft. Na egal. Nein, das glaube ich nicht. Ach so, rechts. Ja, da hast du recht. Ein roter mit denselben Zeichen drauf. Mit denselben Zeichen, genau. Jedenfalls war das sehr spannend. Wir haben viel gelernt. Damals war so die Zeit, wo man die ConfigSys und AutoExecPart bearbeitet hat, um ein paar Bit und Byte im konventionellen Speicher bis 640k freizukriegen, damit die Spiele laufen, und da sind dann die Leute gekommen mit ihren Computern und die haben die Startdateien optimiert, damit dieses oder jenes Programm funktioniert. Dann sind endlich die CD-Laufwerke aufgekommen in großer Menge. Ich habe so eine Rohrgrube. Eine Rohrgrube. Okay. Große Menge von CD-Laufwerken, angefangen mit den vierfach mit Summig leicht, die mit Summig-Rücken CD-Laufwerke. Das war ein Krampf. Also ganz spannende Sachen. Da ist gerade Commodore gestorben, da war der letzte Amiga 500, den man gerade noch so verkaufen konnte. Habe mich nie damit beschäftigt. Ich mache mal kurz Pause, damit ich mich mit meinem Sohn unterhalten kann. Und den Rest erzähle ich euch übrigens nächste Woche. Wir hatten gerade einen emotionalen Ausbruch, weil ich meinen Sohn verboten habe, da bergab zu laufen. Und dann wollte er vor, denn er will mich erschrecken. Jetzt habe ich gesagt, okay. Du laufst nicht bergab, aber ich warte hier und dann kannst du mich erschrecken. Und dann ist er darüber gegangen und hat gesagt, so, ich sag dir dann, wann du kommen kannst. Jetzt hat er gerufen, jetzt gehen wir dorthin und lassen uns erschrecken. Oh, da vorne ist ja der Wenzel und der Hund. Ja, da freue ich mich. Der Hund wedelt, der Hund geht hinter dem Wenzel. Das ist was es bei mir nicht gibt. Bei mir zieht mich der Hund immer wie ein Irrer. Und da ist er ganz ein Braver. Unglaublich. Oh. So, jetzt bin ich aber erschrocken. Ja. Du bist ja ein erschreckender Kerl. Da steht schon der Leberkäs mit Senf, Ketchup und den Kartoffeln meiner Frau von gestern. Die Arme isst Nudeln. Naja, was soll man machen? Mahlzeit! Zahlen und Fakten. Für Covid, den 23.01.2022. 23.989 laborbestätigte Fälle. 22.190 gestern, 6 Verstorbene und 9.685 Genesene. 7-Tage-Inzidenz ist bei 1.867,1, 1.609.872 laborbestätigte Fälle, 249.936 aktive Fälle, 949 im Spital ohne Intensiv, 190 auf der Intensiv, 136.574.442 durchgeführte Testungen, 13.519 Verstorbene, 1.346.417 Genesene. Ganz schön lang dieses Video wieder geworden, dann machen wir lieber gleich Schluss. Nächste Woche kommt noch der Rest zu den Gedanken am Sonntag mit den Computern. Und wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem bunkgestreiften YouTube-Kanal, dem mit dem grünen Gurkel. Jetzt kommen die blauen Wolken, denn die sind das Ende des Nalenko-Vlogs. Thank you.